Hallo, hier ist euer Dutzi und willkommen zu einem neuen Video von mir. Und heute zeige ich euch, wie ihr die glänzende Rüstung in Remnantform der Ashes bekommt. Und dazu müsst ihr alle erstmal nach Yesher reisen im Abenteuermodus. Und den ersten Ort, den ihr auf jeden Fall braucht, weil der taucht ja mit der Händlerin auf, ist Schrein des Fechters. Und um hier reinzukommen, da brauchen wir ja diese Antiquität hier. So, und sobald ich dann die Händler gefunden habe, melde ich mich zurück. So, da bin ich auch schon wieder. Und jetzt im Prinzip haben wir die Händler gefunden. Ich muss halt nur einen Boss noch erledigen, damit ich hier durchgekommen ist, gekommen bin. Und dann hier sieht man schon diese Antiquität. Also merkwürdige Kuriosität, so. Und bei der Händlerin. Was will es? Ein Paxotec. Ein Mann, ich handle. Möchte handeln. Ja, und die hat nämlich diese eine Rüstung. Die hat nämlich diese glänzende Rüstung, die ich gerade ausgerüstet habe. Ich zeig die euch gleich. Und die hat noch so einen Ring. Ring des Fechters. Und der kostet normalerweise 100.000. Aber ich werde euch gleich zeigen, wie ihr diesen Ring, der bei 100.000 kommt, umsonst bekommt. Ich zeige euch erstmal die glänzende Rüstung. Ich habe jetzt einen Skin drauf, aber auf jeden Fall, das ist das Momentum, was der wirkt. Also für jeden kritischen Treffer, den ihr macht, erhöht die kritische Trefferchance und der kritische Schaden. Also wenn ihr alles drei ausgerüstet habt, um 3%. Und das ist bis zu 10-mal stapelbar und der Rückschuss, der wird um 15% verringert. Also es ist schon eine sehr gute Rüstung, muss ich sagen. Und den einen Ring. So, und das ist der Ring, den ihr dann im Prinzip für 100.000 kriegen wollt. Es sei denn, ihr macht das jetzt so wie ich. Und jetzt gehen wir wieder zum Schrein des Fechters zurück. Ich melde mich gleich wieder zurück. So, und da bin ich wieder. Und jetzt tun wir die Kuriosität im Schrein des Fechters einfach mal platzieren. So, und rein damit. Also, was wir jetzt hier machen, das ist eigentlich nur, um noch den Ring kostenlos zu kriegen. Und bevor ihr das Blaue einsammelt, hier den Helm noch einsammeln hier. So, und bei dem Boss aufpassen, weil der ist im Nahkampf, kann er so ohne. Viel Spaß. Gut, alles klar. Ich weiß nicht, wie das heutzutage ist, aber früher war das so, dass der Boss nur einmal aufgetaucht ist. So, und jetzt gehe ich zur Händlerin zurück. So, und da sind wir auch wieder. Und jetzt sieht man, was mit der Händlerin passiert. Und man sieht auch sowas Lilanes. So, und ich tue auch jetzt mal hier das Ölelixier ausrüsten. Weil der macht ziemlich viel von seinem blöden Euschenschaden. Und dann wünsche ich mir Glück, dass ich es gleich beim ersten Versuch packe. Und dann sammelt ihr hier den Ring ein, den Ring des Fechters. Und dann habt ihr ihn statt für 100.000 umsonst bekommen. So. Und dann bekommt ihr auch noch einen Trade. Ich muss gerade mal gucken, welcher Trade das ist. Segen des Fechters, das ist im Prinzip der Trade, den ihr dann auch noch bekommt. Ich hoffe, euch hat mein Guide gefallen und ich konnte euch damit etwas helfen. Und dann verabschiede ich mich und sage dann auch nur noch, mach's gut.